Ich möchte Ihnen heute die Programme DC-Bohr und DC-Schnitten näherbringen, die sich hier in der Programmgruppe DC-Bodenmechanik befinden, also der ganze Bereich Baugrunduntersuchung, Bodenuntersuchung, Bodenmechanik, im Unterschied zu den Berechnungsprogrammen hier in der Gruppe DC-Grundbaustatik. Wir starten mit dem Programm DC-Bohr. Und wenn wir hier ein neues Projekt anlegen, dann ist es im Unterschied zur Grundbaustatik so, dass wir hier mit einer tatsächlichen Datenbank arbeiten. Das heißt, wir haben eine Projektdatei, die dann beliebig viele Bohrungen enthalten kann oder bei anderen Programmen beliebig viele Versuche. Und intern ist das Ganze ein Microsoft Access-Format. Das heißt, man könnte auch mit dem Datenbankprogramm Access darauf zugreifen und sich da irgendwelche Daten holen, wenn man das möchte. Es wird bei einem neuen Projekt zunächst mal die erste Bohrung angelegt, die einen Profilnamen bekommen kann, eine Ansatzhöhe über NN. Starttiefe brauchen wir im Normalfall nicht. Und wir können hier schon Koordinaten angeben. Da kommen wir dann später nochmal genauer dazu, für was das benötigt wird. Gauß-Krüger-Koordinaten sind ja siebenstellig. Das heißt, wenn ich hier jetzt mal bestimmte Koordinaten eingebe, können wir später nochmal sehen, wo das genau verwendet wird. Es gibt auch noch Bemerkungen unter der Bohrung und spezielle Einstellungen auch für Erdwärmesonden. Wir haben im DC-Bohr und in fast allen Programmen der Bodenmechanik einen zweigeteilten Bildschirm. Das heißt, wir haben auf der linken Seite ein Eingabefenster. Hier für die Haupteingabe, das sind die Bodenschichten. Und wir haben auf der rechten Seite ein Darstellungsfenster, wo wir gleich das Ergebnis sehen, was kommt jetzt hier raus bei der Eingabe und haben damit auch gleich die Kontrolle, ob diese Eingaben hier richtig sein können oder nicht. Wir setzen hier sehr stark auf Eingabeerleichterung. Das heißt, wir können die Schichten eingeben über die Kürzel, die zum Beispiel in der DIN 4023 definiert sind. Und wir unterstützen beide Kategorien von Kürzeln. Das heißt, wir haben einmal Kürzel in der DIN 4023, wo zum Beispiel KIS groß G ist. Und auf der anderen Seite gibt es nach der Euronorm, also nach der DIN EN 14688, andere Kürzel. Da ist der KIS GR. Und das wird beides, je nachdem, was Sie verwenden möchten, vom Programm unterstützt. Man kann sich das näher ansehen im Menü Einstellungen. Hier gibt es einen Symboleditor und hier sind praktisch auf der linken Seite die ganzen Bodenarten vordefiniert. Wenn wir hier mal zu dem Groß G gehen, das ist hier alphabetisch sortiert nach Kürzeln, dann sehen wir, dass Groß G Kies bedeutet. Und wenn wir das doppelklicken, dann ist diesem Kies eine Farbe gelb hinterlegt oder zugeordnet. Wir haben verschiedene Symbole, die wir positionieren können, eine Größe einstellen können und unter Neu sehen Sie zum Beispiel, dass sehr viele unterschiedliche Symbole, Buchstaben und Schraffuren zur Verfügung stehen. Und damit ist praktisch festgelegt, dass Groß G Kies bedeutet, genauso aber auch GR nach der DIN EN 14688 bedeutet ebenfalls Kies. Und das wird jetzt hier automatisch unterstützt. Das heißt, wir geben jetzt hier zunächst mal eine Schichttiefe an und können dann Kürzel hier angeben. Mit Großbuchstaben die Hauptbodenarten, mit Kleinbuchstaben die Nebenbodenarten. Und wenn wir mit Tabulator oder mit der Maus ins nächste Feld springen, dann bekommen wir automatisch den Langtext vorgeschlagen. Dieser Text kann beliebig ergänzt werden, also mit freiem Text sozusagen beliebige Zusatztexte eingegeben werden. Wir unterstützen auch die Bestandteile, also zum Beispiel starksandig wäre nach der DIN 4023 mit einem Querstrich, den kann ich über Tastatur nicht eingeben. Deswegen verwenden wir den Unterstrich oder auch den Stern. Stern bedeutet auch stark und Apostroph wäre schwach. Dann hätten wir Kies stark sandig, schwach schluffig. Und es gibt hier verschiedene Sonderbehandlungen. Also zum Beispiel nach der DIN EN 14688 sind die Nebenbodenarten vorzustellen und nicht mit zu Komma zu trennen. Das heißt, wenn ich das SA
SIGR schreibe, dann ist es auch wieder Keys sandig schluffig. Also eine andere Vorgehensweise bei den Kürzeln als in der DIN 4023. Und es gibt weitere Sonderbehandlungen, die zum Beispiel Fein- bis Mittelkeys, stark sandig, schwach schluffig. Das wird hier automatisch umgesetzt in den entsprechenden Langtext. Wenn man sich diese Kürzel nicht merken kann oder hat, man verwendet das nicht so oft, dann gibt es hier noch eine Liste. Das heißt, hier kann man genauso nochmal abrufen, zum Beispiel Tonig, klein t, und auch das wird dann wieder in den Langtext umgewandelt. Und wie gesagt, das kann hier beliebig ergänzt werden. Ziegelreste zum Beispiel. Das ist also ein Freitext. Und diese Kürzelumwandlung ist praktisch rein als Eingabeerleichterung gedacht. Wir haben dann weitere Felder wie ergänzende Bemerkungen, die eigentlich in das Schichtenverzeichnis gehören. Da kommen wir nachher noch dazu. Wir können die Konsistenz eingeben. Hier gibt es keine normierten Kürzel. Wir haben das trotzdem im Symboleditor mit drin. Also da, wo wir gerade vorhin waren, haben wir nicht nur die Bodenarten, sondern auch Beschaffenheit und Konsistenz, Farben und Materialien für den Pegel- und Bohnenausbau. Und das ist, wie gesagt, nicht normiert, aber man kann das mit nutzen, so dass FE zum Beispiel fest bedeutet, BR wäre braun und so weiter. Oder man gibt einfach einen freien Text ein. Dann schließlich noch Bodengruppe. Kies weitgestuft zum Beispiel. Und Bodenklasse kann man hier eingeben. Und sobald man hier mit neu oder mit weiter zur nächsten Schicht springt, bekommt man das hier mit angezeigt. Das heißt, man sieht in der Grafik sofort, was hat man eingegeben und ist diese Eingabe hier richtig oder nicht. Diese Darstellung hier kann sehr stark eingestellt werden. Also je nachdem, was möchte man sehen, hat man hier genug Platz für eine ausführliche Beschriftung oder muss man hier vielleicht Platz sparen? Also wenn wir jetzt hier noch eine zweite Schicht zum Beispiel eingeben, dann sieht man hier, wo der Text praktisch nicht in diese Schicht Dicke hineinpasst, je nach Maßstab, wird das hier auch verzogen, sodass praktisch genug Platz ist für die Beschriftung. Man kann das aber anders einstellen, und zwar hier über diesen Stift, das ist die Konfiguration des Programms, oder über Einstellungen, Konfiguration. Hier haben wir sehr, sehr viele Konfigurationsmöglichkeiten. Und das Wichtigste ist die Darstellung. Was möchten wir hier überhaupt sehen? Ich kann jetzt Bodengruppe und Bodenklasse ausschalten. Auch die Entzugsleistung, das ist ein Zusatz, Dezibor Erdwärme, für die Bestimmung der möglichen Entzugsleistung. Und wenn ich jetzt zum Beispiel statt Langtexten nur Kurzbezeichnungen wähle und möchte das übernehmen, dann sieht man, dass man hier schon wesentlich weniger Platz braucht. Es passt dann leichter in diese Schichtdicke mit hinein. Wenn man sehr, sehr viele kleine Schichten hat, dann wird es sonst sehr eng und diese Verziehung für die, um den Platz zu schaffen für die Beschriftung, wird dann immer stärker. Und dann kann man durch eine Auswahl, dadurch, dass man weniger Informationen darstellt, hier Platz sparen, um dann die vielen Schichten auch unterzubringen. Gehen wir mal wieder auf Langtexte, dann haben wir hier eben eine ausführlichere Beschriftung. Und brauchen entsprechend ein bisschen mehr Platz. Das sind zunächst mal die Schichtdaten, also als wichtigste Eingabe. Und wir haben dann neben dem Bohrprofil normalerweise noch die Proben und die Wasserstände. Und das bekommen wir hier über diese Icons, PR für Proben, W für Wasserstände. Und können hier zum Beispiel die Probenuntergrenze eingeben. Also das heißt, bei 0,40 wäre zum Beispiel eine gestörte Probe entnommen worden, die wird dann hier gleich mit eingezeichnet. Bei 1,20 hätten wir zum Beispiel eine Sonderprobe. Man kann auch eine Obergrenze mit angeben, wenn es eine Mischprobe ist, dass man hier einen tiefen Bereich mit darstellt und kann der Probe auch noch einen Namen geben.
Nehmen wir hier noch PR1 mit rein. Dann sehen wir praktisch hier links die Probendarstellung. Und an der gleichen Stelle oder in der gleichen Spalte sozusagen werden auch die Wasserstände dargestellt. Und hier sieht man, dass auch hier der Platz so optimiert wird, dass alles zusammen dargestellt werden kann. Also wir hätten zum Beispiel jetzt bei 1,30 Meter einen Wasserstand angebohrt mit heutigem Datum. Um 12 Uhr ein Grundwasserangebot. Und dann sieht man, dass hier auch diese Linie verzogen wird. Da, wo theoretisch die Tiefe wäre, passt die Beschriftung nicht mit rein. Und dann wird es so verschoben, dass es sauber hier zusammenpasst. Und wir können auch dann einen Anstieg des Grundwasserspiegels hier darstellen. Das heißt, es wäre jetzt hier auf 0,70 angestiegen. Änderung des Wasserspiegels. Und dann wird hier auch der Pfeil für diesen Anstieg dargestellt und wird da unterbrochen, wo zum Beispiel eine Probe dargestellt wird. Es sind auch mehrere Grundwasserspiegel möglich, also mehrere Grundwasserstockwerke. Und das kann man im Programm einfach über eine Nummer darstellen. Also wir hätten jetzt hier zum Beispiel den Wasserspiegel Nummer 1, die Änderung und Angebot. Die beiden gehören zusammen, bekommen deswegen beide die Nummer 1. Und jetzt könnte noch bei 2,50 Meter Grundwasserangebot sein als Grundwasserstockwerk Nummer 2 und wäre angestiegen bis 1,90 Meter Änderung und Wasserspiegel Nummer 2. Und dann kann das zugeordnet werden. Also das erste Grundwasser hat den Pfeil von hier nach hier und das zweite Grundwasser von hier nach hier. Es gibt hier verschiedenste Einstellungsmöglichkeiten auch noch. Diese Proben werden nach der neuesten DIN 4023 hier verlängert bis zum Bohrprofil. Wenn das stört, kann man das entsprechend einstellen. Das heißt hier mit einer kürzeren Linie. Man könnte Proben und Wasserstände auch ausschalten, wenn man die hier nicht haben möchte. Und so werden praktisch nur die kurzen Proben- und Wasserstandssymbole dargestellt. Soweit zu den Hauptelementen, also die Schichten, die Proben und die Wasserstände. Und jetzt gibt es zusätzlich zur Grafik einen zweiten Bestandteil im Programm. Das ist das Schichtenverzeichnis, also die Tabelle mit den ganzen Daten, wo man auch noch mehr Daten eingeben kann, also mehr als normalerweise in der Grafik mit erscheint. Und hier kann man wählen, ob man diese Informationen zum Schichtenverzeichnis für jede Schicht einzeln eingibt, das heißt da, wo Sie sich schon mit der Schicht beschäftigen, dass man diese Daten gleich hier mit eingibt. Oder man gibt zunächst hier alle Schichten ein und schaltet dann um zu dem gesamten Formular und hat dann eine bessere Übersicht über das Schichtenverzeichnisformular. Also das kann wahlweise verwendet werden. Wenn ich jetzt hier in der ersten Schicht stehe und klicke auf Schichtenverzeichnis, dann sehe ich den Datenblock für eine Schicht, und zwar ist es jetzt das Schichtenverzeichnis nach der DIN EN 22475. Und alles, was schon bekannt ist, wird automatisch eingetragen. Also die Schichtbeschreibung, die Farbe, die Konsistenz, die Probe, eventuelle Wasserstände, die wir jetzt hier in der ersten Schicht nicht haben, werden schon automatisch eingetragen und man könnte hier ergänzen, eben ergänzende Bemerkungen, geologische Benennungen und so weiter und so weiter. Das kann man hier Schicht für Schicht machen. Also hier sind dann zum Beispiel die Wasserstände schon mit eingetragen. Oder man geht eben lieber über das gesamte Formular. Und dann kann man hier umschalten. Da sehen Sie so eine Unterteilung zwischen Bohrprofil und Formular. Und kommt hier direkt in dieses Schichtenverzeichnisformular mit rein und hat die bessere Übersicht über das Gesamtformular. Und kann hier manuell irgendwas eintragen in irgendeinem Feld. Man hat hier jetzt keine Kürzel wie bei der Schichteingabe. Man hat aber die Möglichkeit, sich ebenfalls die Eingabe zu erleichtern, und zwar über ein Auswahlmenü mit der rechten Maustaste. Das ist so organisiert, dass praktisch jedes einzelne Feld für sich definiert ist, weil leicht zu bohren steht nun mal nur hier in der Spalte 5 und nicht hier bei der Schichtbeschreibung.
Das heißt, hier habe ich andere Texte, die ich mir vordefinieren kann, als in einem anderen Feld. Und es sollte hier, schauen wir das mal klein, dieser Text zur Auswahl erscheinen in der weiteren Eingabe, dann kann man diesen Text markieren und kann mit der rechten Maustaste das hinzufügen ins Menü. In dem Fall ist es schon vorhanden. Leicht zu bohren wäre es hier schon drin. Jetzt schreiben wir vielleicht bei der nächsten Schicht schwer zu bohren dazu. Man kann einzelne Wörter direkt rechts anklicken, dann könnte man das einzelne Wort hinzufügen. In diesem Fall brauchen wir diesen gesamten Text hier. Deswegen hinzufügen, schwer zu bohren. Und dann wäre woanders dieses schwer zu bohren mit vorhanden zur Auswahl. Das heißt, das schreibt man einmal und hat dann die Eingabemöglichkeiten oder diese Texte immer verfügbar in dem jeweiligen Feld. Also hier rechts zum Beispiel bei der Schichtbeschreibung, da hat man eben diese ganzen Bodenarten verfügbar, die auch im Symboleditor stehen. Hier hat man zum Beispiel die ganzen Konsistenzen und Lagerungsdichten und so weiter verfügbar. Das heißt, hier könnte ich mitteldicht mit auswählen, dann wird das hier automatisch mit eingetragen. Soweit zur Eingabeerleichterung jetzt im Schichtenverzeichnis. Wenn Sie noch das alte Schichtenverzeichnis nach DIN 4022 verwenden, das wird auch noch unterstützt im Programm. Man kann sich nur im Programm einstellen, welches Schichtenverzeichnis möchte ich haben, wenn ich hier wechsle, einfach mit den Icons. Das heißt, hier wieder in der Konfiguration auf der Seite Schichtenverzeichnis kann ich sagen, ich möchte standardmäßig DIN ISO 22475 verwenden oder DIN 4022 oder auch das Schichtenverzeichnis nach DIN 4943 für Pegel- und Brunnenausbauten. Dieses Schichtenverzeichnis wird verwendet, wenn ich hier über das Icon gehe. Ich kann aber wahlweise auch im Bohrprofil, im Menü Bohrprofil, das andere Schichtenverzeichnis auswählen. Das wäre jetzt hier das Formular nach der DIN 4022. Hat genauso die Bodenart, Farbe, Proben, Wasserstände schon eingetragen, die wir von vorne schon verfügbar haben. Und auch hier kann ich dieses Menü verwenden, wo zum Beispiel leicht zu bohren, schwer zu bohren angeboten wird. Also beide Schichtenverzeichnisse sind hier verfügbar. Es gibt auch das Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis. Und da kommen wir jetzt nochmal auf die Koordinaten, die ich vorhin eingegeben habe. Also diese Gauß-Krüger-Koordinaten werden hier automatisch übertragen. Und wenn man das Programm DCGIS dazu hat, es gibt noch DCGIS zur Darstellung von Bohrungen auf Karten. Wenn dieses Programm verfügbar ist, dann kann automatisch ein gewisser Kartenausschnitt hier im Kopfblatt mit dargestellt werden, wo dann die Lage der Bohrung nach diesen Koordinaten hier markiert wird. Und die Größe von diesem Bereich kann man sich auch einstellen. Das ist in der Konfiguration wieder die Seite Schichtenverzeichnis. Da kann man entweder eine Lagerskizze selbst einfügen als Grafikdatei oder einen Plan aus DCGIS übernehmen und kann hier angeben, welche Ausdehnung, zum Beispiel jetzt plus minus 500 Meter, hier verwendet werden sollen. Und dann hat man hier eben einen größeren Planausschnitt mit einem anderen Maßstab. Das wird automatisch hier eingefügt, wenn eben, wie gesagt, das Programm DCGIS vorhanden ist, was diese Karten liefert für das DC-Bohr. Ansonsten kann man hier immer durchblättern durch diese verschiedenen Formulare, Bohrprotokoll, Probenentnahmeprotokoll und so weiter und kann diese weiteren Eingaben hier vornehmen und dann mit Tabulatortaste immer von Feld zu Feld springen. Wichtig ist, wir haben nur eine automatische Übertragung von den Schichtdaten hier in das Schichtenverzeichnis. Keine Übertragung zurück, weil im Schichtenverzeichnis werden meistens wesentlich mehr Daten dargestellt, als man hier in der Grafik braucht. Und deswegen übertragen wir das nicht alles zurück in die Daten für die Grafik, sondern es gibt nur den Weg von den Schichtdaten hier in das Schichtenverzeichnis. So, jetzt hat man vielleicht eine ganze Menge von Schichten eingegeben und sieht,
in der Grafik hier, dass irgendwo ein Tippfehler zum Beispiel vorhanden ist, dann kann man einfach mit Doppelklick hier die entsprechende Schicht aufrufen, ohne groß blättern zu müssen. Das heißt, ich springe hier mit Doppelklick in diese entsprechende Schicht rein und kann dann irgendeine Änderung vornehmen. Und sobald ich diese Schicht verlasse, wird das hier auch automatisch wieder eingetragen in die Grafik hier als schwachtonig und entsprechend korrigiert. Und das gleiche auch für die Proben- und Wasserstände. Wenn hier dieser Grundwasserstand nicht richtig sein sollte, mit Doppelklick kommt man hier genau auf diesen Wasserstand. Und wenn ich jetzt hier 2,10 Meter eintrage, dann ist das sofort hier korrigiert. Hier mit Doppelklick komme ich auf diese Probe, kann natürlich hier weiter durchblättern, aber bekomme eben optisch sofort die entsprechende Probe oder den entsprechenden Wasserstand angesprungen, wenn ich das hier doppelklicke. So, das waren jetzt zunächst zwei Bestandteile, einmal Bohrprofildarstellung und einmal die ganzen verschiedenen Schichtenverzeichnisse. Der dritte Bestandteil, der im Programm DCBOR enthalten ist, ist der ganze Ausbau, das heißt Pegelausbau, Piezometerinstallation, Brunnenausbau, auch Erdwärmesonden. Hier gibt es spezielle Funktionen dafür. Und das ist auch in DCBOR standardmäßig mit enthalten. Und die ganzen Funktionen sind hier über dieses Icon, was so einen Pegelkopf darstellen soll, hier gruppiert. Und da haben wir die Bestandteile, die Kopfausbildung, die Rohre, die Schüttungen, dann Abstandshalter, Beschriftungen und senkrechte Beschriftung entlang des Pegels. Und wenn wir hier zum Beispiel jetzt mal in die Rohre reingehen, dann sehen wir hier unterschiedliche Rohrnummern 1 bis 4 und das kann auch hier weitergehen. Da können Sie zum Beispiel Doppelpegel darstellen mit einem Rohrnummer 1 und einem Rohrnummer 2. Und jedes Rohr kann in sich dann unterschiedliche Abschnitte haben, also zum Beispiel Aufsatzrohr, Filterrohr, Sumpfrohr innerhalb eines Rohrs Nummer 1. Und unabhängig davon, Rohr Nummer 2 hätte dann andere Rohrabschnitte, die dargestellt werden. Wir haben hier den Abstand von der Bohrachse, das heißt, wenn jetzt das eine Rohr weiter links, das andere weiter rechts dargestellt sein soll, dann wäre das zum Beispiel minus 250 mm, also links von der Achse. Dieses Rohr sollte bis 50 cm über GOK dargestellt werden, einen Ruhewasserspiegel bei 2,10 Meter Tiefe haben. Es könnte noch ein abgesenkter Wasserspiegel vorhanden sein und wir können ein Pumpensymbol hier darstellen und können dann durch Doppelklick in diese Liste hier unten oder über Neu einzelne Rohrabschnitte definieren. Ja, das heißt, wir haben hier zunächst mal eine Tiefe bis 2 Meter, möchten wir zum Beispiel mit Durchmesser 150 mm ein Aufsatzrohr haben. Dann bis 3 Meter mit dem gleichen Durchmesser hier ein Filterrohr. Da gibt es die verschiedensten Typen, ob das jetzt eng geschlitzt, so mit versetzten Strichen ist, mit horizontalen, vertikalen Strichen, rein horizontale Schlitzungen oder diese Wickeldrahtfilter mit der schrägen Schraffur. Da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Und dann noch bis 3,50 Meter zum Beispiel ein Sumpfrohr. Dann wird dieses Rohr schon mal dargestellt. Zur Farbe komme ich jetzt gleich, die ist standardmäßig nicht eingestellt. Wir möchten jetzt hier zum Beispiel noch ein Rohr Nummer 2 haben, das bei plus 250 mm liegt, also rechts von der Achse. Und da gebe ich jetzt einfach mal ein Vollrohr ein. So, das war jetzt hier 3,50 Meter eigentlich. Also hier, das kann man jeweils immer mit Doppelklick verändern, also 3,50 Meter Tiefe. Und um jetzt diese Farben zu erklären, wir haben die Möglichkeit, jetzt hier nicht nur einen Brunnen, sondern auch zum Beispiel eine Erdwärmesonde darzustellen. Das heißt, ich kann bei diesem Rohr Nummer 1 noch einen Sondenkopf anfordern. Dann wird dieses Rohr automatisch durch so einen Sondenkopf mit dem nächsten Rohr verbunden. Und man kann unter Einstellungen Farben
Dann Farben für die Rohre definieren, das heißt, die Füllung des Rohrs 1 soll rot sein, die Füllung des Rohrs 2 soll blau sein, so dass man hier praktisch warmes Wasser und kaltes Wasser darstellen kann für eine Erdwärmesonde. Das wird man natürlich nicht so darstellen, wenn man einen Brunnenausbau darstellt. Das ist jetzt eine spezielle Funktion für Erdwärmebohren. Man kann dann unterschiedliche Schüttungen darstellen. Auch bei den Schüttungen ist es so, dass wir unterschiedliche Nummern haben können. 1, 2, 3, 4 sind wieder unterschiedliche Schüttungen von innen nach außen, wenn wir zum Beispiel Gegenfilter darstellen möchten. Jede Schüttung hat für sich auch wieder unterschiedliche Abschnitte in die Tiefe. Das heißt also, ich kann jetzt hier sagen, bis 1 Meter und mit 700 mm Durchmesser habe ich zum Beispiel eine Abdichtung. Und bis 4 Meter Tiefe hätte ich jetzt Filtersand. Dann dauert 700 mm ein bisschen wenig. Damit das besser erkennbar ist, gebe ich jetzt hier mal 900 mm ein. Dann haben wir praktisch unterschiedliche Schüttungen über die Tiefe. Und auch das kann ich mit Doppelklick wieder aufrufen. Eine Schüttung Nummer 2 wäre dann außerhalb dieser Schüttung Nummer 1. Also wenn ich zum Beispiel innen Filtersand habe und außen Filterkies oder was auch immer, dann kann man eine Schüttung Nummer 2, eventuell Nummer 3 und so weiter definieren, die von innen nach außen geht. Bei der Kopfausbildung haben wir sehr viele Möglichkeiten. Da kann ein Betonsockel, ein Betonring dargestellt werden, ein Stahlrohr, eine Straßenkappe, Hydrantenkappe, Stahlbrunnenköpfe. Das sind diese vordefinierten Maße nach der DIN 4926 auch hinterlegt, so dass man zum Beispiel für ein DN 900 auch schon automatisch die Maße hier vorgeschlagen bekommt. Das macht natürlich jetzt nur Sinn, wenn die Rohre hier nicht oben rausstehen. Aber da sind diese vordefinierten Brunnenköpfe schon mit drin. Und dann geht es bis hin zum Brunnenhaus. Da hat man dann sehr viele Möglichkeiten, so ein Brunnenhaus zu definieren mit sämtlichen Maßen, Breiten, Höhen, Wandstärken, Schraffuren, ein Deckel, der hier mit Entlüftungsrohr dargestellt wird und so weiter. Das sind also sehr viele Werte, wo man dann je nach Bedarf das komplexer oder einfacher darstellen kann, wie dieses Brunnenhaus aussieht. Um das ein bisschen abzukürzen, möchte ich mal ein Beispiel noch öffnen, wo Sie dann sehen, was jetzt hier möglich ist. Wir haben hier das Beispiel Demo. Und da sehen Sie schon, das sind jetzt mehrere Profile in einer Projektdatei enthalten. Die kann man hier oben dann auswählen über die Bohrungsnamen. Und hier ist zum Beispiel schon ein Brunnenausbau definiert. Da machen eben, wie gesagt, die Farben jetzt keinen Sinn. Da würde ich jetzt die Farbe für dieses Projekt mal rausnehmen. Dann haben wir eben weiße Rohre dargestellt. Da haben wir unterschiedliche Schüttungen von innen nach außen. Wir haben zwei Rohre mit verschiedenen Tiefen. Wir haben Wasserstände. Wir haben die Filterrohre dargestellt. Wir haben eine Seberkappe hier oben. Ein Feuerlöschbogen, der praktisch bei dem Rohr definiert ist. Und das kann man sich auch jeweils immer mit Doppelklick nochmal ansehen. Das heißt, hier haben wir ein Rohr bis Tiefe 11 Meter mit 140 mm Durchmesser. Das ist ein Aufsatzrohr. Und wenn wir hier rausgehen, sehen wir für das Rohr Nummer 2, wir sind jetzt hier auf der rechten Seite, das ist das Rohr Nummer 2. Diese drei unterschiedlichen Abschnitte, die hier über die Tiefe eingegeben sind. Und hier ist eben zum Beispiel Feuerlöschbogen gewählt für den Rohrkopf und Aufsatzkappe hätte man hier für dieses Rohr Nummer 1. Soweit zu den Ausbaumöglichkeiten. Sie sehen, das kann jetzt hier relativ komplex werden mit diesem ganzen Brunnenhaus. Je nachdem, wie genau Sie das darstellen möchten. Und wir haben als weitere Möglichkeit im Programm DC-Bohr dann noch die Option DC-Bohr Erdwärme, wo wir nach der VDI-Richtlinie 4640 die mögliche Entzugsleistung bestimmen können. Diese spezifische Entzugsleistung
Die ist auch im Symboleditor schon mit hinterlegt. Also wenn wir dann nochmal zum Keys gehen zum Beispiel. Für unterschiedliche Jahresbetriebsleistungen und für Über- und Untergrundwasser sind die Werte nach dem Merkblatt hier schon vordefiniert. Man kann sich das ändern hier, wenn Sie der Meinung sind, dass diese Werte für Ihre Situation nicht passend sind. Kann man das hier anpassen und man kann dann automatisch bestimmen lassen, entweder über die Darstellung hier an der jeweiligen Schicht. Also wie groß ist die mögliche Entzugsleistung für eine bestimmte Bodenart über die Tiefen jeweils aufsummiert. Oder man kann das Ganze hier als Tabelle sich getrennt abrufen und kann diese Tabelle getrennt ausgeben, sodass Sie da eben für eine bestimmte Bohrung automatisch die mögliche Entzugsleistung bekommen. So, das sind im Prinzip diese vier Bestandteile, die im Dezibo standardmäßig enthalten sind. Beziehungsweise drei, weil die Entzugsleistung ist eine Zusatzoption zum Programm, aber standardmäßig enthalten ist Bohrprofildarstellung, Pegelmessstellen, Brunnenausbau und die ganzen verschiedenen Schichten verzeichnen Sie, die nach den verschiedenen Normen verfügbar sind. Soweit zum Dezibor. Ich möchte dann zum Programm DC-Schnitt übergehen. Das heißt, Sie haben dann die Möglichkeit, wenn Sie die Bohrungen und eventuell auch Sondierungen und andere Versuche schon eingegeben haben, daraus im Programm DC-Schnitt dann einen Längsschnitt zu erstellen. Wir legen hier auch ein neues Projekt an. So ein Projekt kann dann auch wieder beliebig viele Pläne enthalten. Und da ist jetzt irgendeine Datei noch geöffnet, anscheinend im Hintergrund. Also legen wir das Projekt 1 an. Geben einen Plannamen vor. Und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können entweder direkt einen Längsschnitt erstellen, einfach mit den Bohrungen nebeneinander, mit automatischer Höhenanordnung. Oder wir starten mit einem Lageplan und verwenden dann eine Schnittautomatikfunktion. Das werde ich Ihnen beides nacheinander mal zeigen, wie das vom Ablauf her ist. Wir fangen praktisch an mit einem Längsschnitt. So, jetzt kann man ein freies Blatt wählen. Hier ist wichtig, es war ursprünglich vorgesehen oder es gibt schon seit sehr vielen Jahren in den Programmen, dass man hier Blattformate längs und quer mischen kann und das frei kombinieren kann. Also zum Beispiel einen langen Schnitt, der nur DIN A4 hoch ist, nur als Beispiel. Und würde dann hier ein Blatt DIN A1 angezeigt bekommen. Jetzt ist es leider so, dass diese gemischten Blattformate von den meisten Druckertreibern inzwischen nicht mehr unterstützt werden. Das sieht man dann, wenn wir hier die Seitenansicht aufrufen. Also wir haben jetzt hier formal am Bildschirm mal ein DIN A1 Blatt, sehen hier aber, dass dieses Blatt auf unterschiedliche Blätter oder Teilblätter aufgeteilt wird. Weil das Programm feststellt, der Druckertreiber, der eingestellt ist, der unterstützt diese gemischten Blattformate nicht. Jetzt können wir unter Einstellungen Blatt oder hier über das entsprechende Icon mit dem Blattsymbol hier reingehen. Wenn diese Blattformate nicht unterstützt werden, kann man hier unten alle Formate aufrufen, die der eingestellte Druckertreiber unterstützt. Ja, also wenn Sie einen DIN A4 Laserdrucker haben zum Beispiel, dann kann der natürlich nur maximal DIN A4. Wir haben jetzt Adobe PDF eingestellt. Da sind Blätter bis DIN A0 zum Beispiel möglich. Und das wird hier alles angeboten, was der Treiber speziell uns hier zur Verfügung stellt. Und wenn wir jetzt hier diese Blattgröße auswählen, dann sieht man schon, dass hier die maximale Rahmengröße mit dargestellt wird. Und dann sieht man auch in der Seitenansicht, dass hier ein tatsächliches volles DIN A1 Blatt möglich ist. Weil Adobe PDF das unterstützt. Andere Druckertreiber vielleicht nicht. Die gehen manchmal nur bis DIN A3 oder je nachdem, welche Größe unterstützt wird. Aber hier hätten wir ein tatsächliches DIN A1 Format, was wir auch in dieser Größe ausdrucken können und als PDF weitergeben können. So, jetzt haben wir hier zunächst mal einen Plan angelegt mit einem bestimmten Maßstab.
Und man kann jetzt hier sämtliche Versuche mit integrieren. Das heißt, das sieht man hier über dieses Icon mit den vielen bunten Punkten. Hier kann man wählen, welche Art von Versuch möchte ich jetzt hier einfügen. Zum Beispiel eine Bohrung oder ein Pegel, Brunnen, SPT, Datenlogger, RAM-Sondierung, Drucksondierung, Siebung und so weiter. Das könnte man alles in einem Plan kombinieren. Und ich wähle jetzt hier mal eine Bohrung aus und möchte hier dieses Projekt Demo verwenden und kann dann über das nächste Icon in diesem Projekt Demo die erste Bohrung auswählen. Und diese Bohrung, da steht jetzt hier unten bitte Bezugspunkt angeben, die könnte jetzt an dieser Stelle liegen oder von einer bestimmten Stelle aus noch mit einem bestimmten Abstand angeordnet sein. Also zu einem Bezugspunkt zum Beispiel 10 Meter Abstand. Hier sollte diese Bohrung liegen und dann wird automatisch die nächste Bohrung vorgeschlagen. Und jetzt kommen auch wieder die Koordinaten ins Spiel. Also wenn die Bohrungen schon Koordinaten enthalten, die haben Sie vorher gesehen als Gauß-Krüger-Koordinaten, dann kann das DC-Schnitt auch automatisch den entsprechenden Abstand ausrechnen. Das heißt, ich wähle jetzt hier die nächste Bohrung aus und gebe als Bezugspunkt die vorige Bohrung an. Und dann wird automatisch aus den beiden Koordinaten der richtige Abstand hier vorgeschlagen. Und wir bekommen die Bohrung hier dargestellt und Sie sehen auch die richtige Höhenanordnung von 207,65 auf 208,8 Meter oder 0,6 Meter. Da passt jetzt automatisch auch der Höhenbezug dieser Bohrungen. Und das kann man jetzt hier so weitermachen. Eine Bohrung wird immer durch Klick in diesen roten Kreis hier am Bezugspunkt ausgewählt. Und dann hat man hier automatisch die richtigen Abstände. So, jetzt kann diese standardmäßige Beschriftung vielleicht zu umfangreich sein, dann kann man sich das auch auswählen. Wenn ich die Versuchsart Bohrung angewählt habe, dann bekomme ich über den Stift oder über Einstellungen Konfiguration auch die Konfiguration für die Bohrprofile dargestellt und kann jetzt hier sagen, bei der Darstellung, ich möchte zum Beispiel Proben und Wasserstände mal ausschalten. Ja, dann habe ich hier nicht so viel Beschriftung und das Ganze wird ein bisschen übersichtlicher. Man kann jetzt die Schichten füllen lassen und da haben wir unterschiedliche Möglichkeiten. Ich gehe jetzt mal hier in einen Zoom, damit wir es besser sehen können. Es gibt hier diese Schichtflächen füllen mit diesem gelben Symbol hier. Da kann ich rein händisch sagen, ich möchte zwischen diesen Punkten, da werden immer diese Eckpunkte der Schichten automatisch gefangen. Und ich gehe wieder hier auf den Anfangspunkt zurück. Das möchte ich mit Mutterboden füllen lassen. Da habe ich das jetzt hier nicht genau getroffen, aber damit kann man praktisch ein beliebiges Polygon eingeben. Ich könnte hier auch damit zum Beispiel eine Linse eingeben, also ein freies Polygon sozusagen an beliebiger Stelle. Und da wäre jetzt zum Beispiel eine Schlupflinse und kann dann mit dem Ton hier außenrum fahren zum Beispiel. Das sind also beliebige Geometrien. Wenn man es ein bisschen schöner darstellen möchte, hat man die Möglichkeit hier mit Splines, mit Kurven zu arbeiten. Da kann ich sagen, von hier bis hier mit zwei Zwischenpunkten kann ich so eine Kurve darstellen lassen. Ich lasse jetzt hier mal die Schicht so nach unten gehen, dass man es das besser sehen kann. Und man hat hier noch eine gerade Verbindung, an der diese Kurve auch angeklickt werden kann. Und dann kann ich zum Beispiel beim Schichtflächenfüllen sagen, fange mit dieser Kurve an, gehe über diese Kurve wieder zum Anfangspunkt zurück und fülle mir das mit Feinsand. Dann wird es entlang dieser Kurve gefüllt. Und die dritte Möglichkeit ist, wenn zwischen zwei Bohrungen die Schichten zusammenpassen, nur dann kann es funktionieren. Wenn ich also hier links und rechts Mutterboden habe, dann Ton, dann Feinsand, dann kann ich auch die komplette Füllung automatisch machen lassen und sage einfach nur von dieser Bohrung zu dieser Bohrung und bekomme das automatisch gefüllt, einfach linear verbunden. Das, wie gesagt, ist nur möglich, wenn die Bodenarten zusammenpassen. Also wenn es hier von einem Feinsand auf einen Mittelsand übergeht, dann kann das Programm das nicht automatisch füllen. Genauso wie wenn hier eine Schicht dazukommt zum Beispiel oder entfällt. Dann funktioniert die Automatik natürlich nicht.
Man sieht jetzt hier zum einen, diese Füllungen sind ein bisschen aufgehellt, damit es nicht das ganze Bild erschlägt. Das kann man in der Konfiguration auch einstellen für diesen Schnitt. Hier die Farben aufhellen, zum Beispiel um 70%. Dann wird es nochmal heller dargestellt. Dann haben wir hier die Beschriftung auf den Symbolen. Man kann es einigermaßen lesen. Man kann aber über die Bohrung mit Doppelklick sagen Darstellung hinter der Grafik. Und dann werden die Beschriftungen überdeckt durch die Füllung. Je nachdem, ob man die Beschriftung mit sehen möchte oder ob es überdeckt werden soll, das kann man hier frei wählen. Das ist die Möglichkeit, die Schnittdarstellung direkt zu erstellen. In einem nächsten Plan innerhalb dieser Projektdatei möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie von einem Grundriss ausgehen können, also von einem Lageplan. Auch wieder DIN A1, Maßstab 1 zu 100. Und jetzt möchte ich hier einen Lageplan zeichnen. Man kann auch DXF übernehmen, sodass Sie einen kompletten fertigen Plan importieren können. Oder Sie zeichnen jetzt das Grundstück als beliebiges Polygon und kann unterschiedliche Linien darstellen. Und man hat sehr viele Grafikfunktionen, wie zum Beispiel eine Ausrundung. Ich möchte diese Linie und diese Linie hier so ausrunden. Dann bekomme ich da dieses Kreissegment mit rein. Dann gibt es Schraffuren, Texte, Splines, Kurven und so weiter und so weiter. Und so kann man auch einen Lageplan manuell zeichnen und kann dann die Bohrungen zunächst mal in diesen Lageplan einzeichnen. Also ich möchte auch hier wieder das Projekt Demo verwenden, möchte hier die erste Bohrung auswählen und die soll jetzt hier an dieser Stelle sitzen. Dann bin ich nicht im Schnitt, sondern ich habe natürlich eine andere Darstellung für die Bohrung, so ein Bohrungssymbol im Lageplan. Auch hier, wenn ich die nächste Bohrung auswähle und gebe die vorige als Bezug an, bekomme ich den Abstand aus den Koordinaten automatisch ausgerechnet und vorgeschlagen. Und zwar in dem Fall nicht als Abstand der beiden Bohrungen insgesamt, sondern dx, dy, also wo liegt das im Plan in x und y-Richtung verschoben, dann würde hier die zweite Bohrung liegen. Dann die dritte Bohrung, vierte Bohrung. Dann stimmen automatisch die Abstände aus den Koordinaten. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, hier beliebige Schnitte in diesen Plan einzuzeichnen. Das heißt, das ist hier die Funktion Schnittlinie. Dieser Schnitt, der kann gerade durchgehen oder kann auch geknickt sein. Das ist vollkommen beliebig. Wird mit der rechten Maustaste beendet und bekommt jetzt die Beschriftung A. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, praktisch entlang diesen Schnitt einen Rohschnitt automatisch zu erstellen mit unterschiedlichen Möglichkeiten, mit unterschiedlichen Optionen. Das geht hier über die Funktion Schnittautomatik. Das heißt, ich sage, dieser Schnitt, den möchte ich jetzt erstellen. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, entweder alle Versuche sollen hier auf die Schnittlinie projiziert werden. Das ist so die übliche Vorgehensweise. Da habe ich eine Projektion auf diese Schnittebene. Wahlweise kann ich den Schnitt durch alle Versuche führen lassen. Das heißt, er würde automatisch dann so geknickt gerechnet, dass er durch alle Versuche durchgeht. Es kann dann ein maximaler Abstand noch vorgegeben werden, weil Sie, wenn Sie zum Beispiel ein komplettes Untersuchungsraster haben, dann wollen Sie vielleicht unterschiedliche Versuche über unterschiedliche Schnitte darstellen. Zum Beispiel nur bis maximal 5 Meter Abstand von einer Schnittlinie. Dann werden nur diese Versuche mit reingenommen. Oder Möglichkeit 3, ich führe die Schnittlinie schon durch ganz bestimmte Versuche durch und sage dann, ich möchte nur Versuche auf Punkten dieser Schnittlinie verwenden. Also diese drei Möglichkeiten gibt es für die Schnittdarstellung. Und man kann die Versuche automatisch entzerren. Das heißt also, wenn die Bohrungen hier relativ dicht liegen und ich habe eine relativ breite Beschriftung eingestellt, dann würde sich das gegenseitig überlappen. Das kann dann automatisch entzerrt werden durch Verschiebung der Bohrungen. Und durch eine Markierung, wo liegt diese Bohrung theoretisch und wo liegt sie, damit diese Beschriftung noch mit reinpasst ins Bild. Und wenn ich das bestätige,
Dann wird erstmal geprüft, welche Längen und Höhen brauche ich für diesen Schnitt, welche Ränder brauchen wir für die Beschriftung und wird dann gefragt, welchen Maßstab möchten Sie verwenden. Mit diesem Maßstab wird dann bestimmt, ein Blatt DIN A0 lang und DIN A3 quer im Querformat würde ausreichen. Oder man kann das auf unterschiedliche Blätter, auf mehrere Blätter aufteilen. Es ist auch möglich, mehrere Teilblätter für einen Schnitt zu verwenden. Wenn wir es so verwenden, dann wird dieser Schnitt erstellt und dann sehen Sie, wir haben jetzt so ein langes Blatt, das natürlich dann vom Treiber unterstützt werden muss. Und wir bekommen automatisch jetzt hier unseren Rohschnitt dargestellt und können dann wieder hergehen, entweder automatisch oder manuell diese Füllungen hier einzutragen, sodass wir zu unserem endgültigen Schnitt kommen. Wir haben jetzt diesen Schnitt, in dem bestimmte Bodenarten vorkommen. Und hier wird automatisch die Legende dargestellt. Das heißt, alle Bodenarten, die in diesem Plan vorkommen, werden hier automatisch aufgeführt, Kürzel und Langtext dargestellt. Und das kann man sich auch wieder einstellen, ob man jetzt nur diese speziellen Bodenarten haben möchte, die hier vorkommen. Oder ob wir alle Bodenarten hier darstellen, dann wird es natürlich sehr umfangreich. Beim großen Blatt könnte man wahlweise als Übersicht praktisch alle Bodenarten, die verfügbar sind, mit darstellen lassen. Und für Proben, Wasserstände und Konsistenz, diese Symbole werden hier auch mit aufgeführt und das könnte man auch ausschalten, wenn man nur die Bodenarten haben möchte. So wichtig ist jetzt eins, wir haben jetzt eine ganze Menge Bohrungen hier dargestellt. Das sind immer Bezüge auf die Originalbohrungen. Das heißt, es wird immer die Bohrung aus dem DC-Bohr, dieser Demo-Projektdatei verwendet. Das bedeutet auch, dass jede Korrektur, die Sie in Ihren Ursprungsdaten vornehmen, automatisch auch im DC-Schnitt verwendet wird. Also Sie müssen nicht alle Änderungen doppelt machen oder dreifach, sondern es wird immer auf aktuelle Daten zugegriffen und die neueste Datenversion hier dargestellt, sodass jede Korrektur hier automatisch mit verwendet wird. Und dann haben wir bei den Plänen hier noch eine schöne Möglichkeit, nämlich einen Plan in einen anderen Plan einzufügen. Und zwar möchte ich jetzt den Plan 2, das war ja unser Lageplan, hier einfügen in freier Größe. Man kann auch Pläne in Originalgröße kombinieren, das heißt also, Sie machen verschiedene lange Schnitte zum Beispiel und fügen diese Schnitte untereinander in ein großes Blattformat ein als Übersicht. Dann sollen die in Originalgröße mit dem richtigen Maßstab dargestellt werden. Wir wollen jetzt freie Größe verwenden und sagen, der Plan soll hier eingefügt werden. Und dann sehen Sie, dass hier automatisch unser Lageplan dargestellt wird. Man hat hier noch die Möglichkeit in der Konfiguration zu sagen, das soll jetzt wirklich tatsächlich voll dargestellt werden oder erstmal nur als Fläche, weil das eventuell ein bisschen Zeit braucht, das Bild aufzubauen. Bei heutigen PCs ist es nicht mehr so, aber dann würde das nicht insgesamt dargestellt werden, sondern nur als graue Fläche mal symbolisch. Und auch hier ist wieder wichtig, wir greifen hier auf die Originaldaten zu. Das heißt also, wenn ich jetzt zurückgehe und ich würde diesen Plan 2 ergänzen, da sollte jetzt zum Beispiel hier ein Gebäude stehen. Und das sollte so eine Grundlinie sein, so ein Rechteck. Und dieses Polygon soll mit Farbe gefüllt werden und soll eine Schraffur bekommen. Dann habe ich jetzt hier ein Gebäude. Habe dann noch hier irgendwelche Straßendarstellungen zum Beispiel. Und wenn ich jetzt hier aus diesem Plan in unseren Schnitt wieder reingehe, Schnitt A, dann sehen Sie, dass die Ergänzungen automatisch von diesem Schnittplan hier übernommen worden sind. Und dieser Schnitt ist automatisch aktuell. Das heißt also, Sie brauchen auch hier keine Änderungen doppelt zu machen, keine Korrekturen, sondern es wird immer auf die Originaldaten zugegriffen, sodass man hier immer aktuelle Daten dargestellt bekommt.
Zu abschließend noch ein paar Zusatzfunktionen. Also man kann zum Beispiel hier automatisch Höhenquoten darstellen, bezogen auf diese Ansatzhöhe, alle Meter oder alle halbe Meter, das kann man auch einstellen. Oder diese 5 Meter Balken, dass man solche Höhenbalken darstellt. Es gibt Sonderfunktionen wie eine Skala. Man kann Linien in Bahnlinien umwandeln. Man kann einen Nordpfeil einfügen zum Beispiel. Also hier im Lageplan könnte ich hier verschiedene Arten von Nordpfeil einfügen mit einer Neigung von 25 Grad zum Beispiel. Dann hätte man hier den Nordpfeil. Ich hätte hier Bahnlinien als Beispiel. Man kann Vermaßungen einfügen, verschiedene Symbole und so weiter und so weiter. Soweit in relativ kurzer Form der Funktionsumfang der Programme DCBO und DCSchnitt. Und wenn es noch irgendwelche Fragen gibt, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.